freue mich besonders, meinen Freund Rüdi hier zu präsentieren, der ja, vielleicht ein oder andere Mensch von euch hier schon mal auf so einer Bühne gesehen hat. Ich habe den Rüdi kennengelernt bei einem Vortrag, da kam ein Tiername drin vor und vielleicht kennt den noch jemand diesen Tiernamen. Und zwar heißen diese Tiere Longhorn. Kann sich noch jemand daran erinnern? Ne? Da hat der Rüdi auf dem Camp einen Vortrag drüber gehalten. Ja, später hat Microsoft das Produkt eingestellt. Naja, danke Rüdi. Es war leider ein Pyrrhus-Sieg, sie haben dann Vista draus gemacht. Aber okay, ja, für die, die es nicht wissen. Geht? Ja, okay, Rüdiger Weiß. Habt ihr den Monitor aus oder ich den Monitor? Ah, alles in Ordnung. Sollen wir improvisieren? Nein. Achso, das gehört nicht zum Vortrag. Gehört nicht zum Vortrag. Gehört nicht zum Vortrag, genau. Rüdiger Weiß, Professor, Krypto, was soll ich noch über dich sagen? Begeisternder Vortragender, ich gehe jetzt von der Bühne. Okay, vielen Dank. Okay. Herzlichen Dank und wie ich von meinem Freund Markus Beckedahl gelernt habe, auch einen wunderschönen guten Morgen, einen Gruß, der hier, glaube ich, bei allen Sachen passt. Und Elmar hat ja schon erzählt, dass das eine ziemlich lange Geschichte ist und ich musste dann auch wirklich grinsen, dass ich irgendwie an einigen Bereichen offensichtlich in einer Zeitschleife stecken geblieben bin. Ganz zentral wird der Punkt sein, dass ein Großteil der Kryptokatastrophen, wie wir haben, wirklich Krypto-Zombies sind, die seit etwa 20 Jahren ihr Unwesen treiben, die seit 20 Jahren ganz klar als nicht mehr nutzbar bezeichnet werden und die heute jetzt von Microsoft freundlicherweise teilweise ersetzt werden. Wir werden noch dazu kommen, dass das leider auch ein nicht nur freundlich gemeintes Lob darstellt. Auch der Text zu sagen, haben wir jetzt ein Windows 10 Botnetz oder ist es noch eine gated Community, will Microsoft schlicht und einfach ihr eigenes Ökosystem bauen? Da ist die Antwort ja. Andererseits, Entschuldigung, ich gucke da eigentlich immer als Informatiker in die Definition rein. Botnetz ist ein System, wo fremde Leute ohne Fragen Code auf meiner Maschine ausführen können. Und das sind genau die Endlizenzer-Bedingungen, die Microsoft im Moment reindrückt. Und ich habe Leute, die sich damit nicht beschäftigen, haben immer gedacht, ich nehme sie hoch, wo ich gesagt habe, ja, aber man kann die Updates nicht verhindern, aber verzögern. Dann guckt er mich erst einmal komisch an und dann habe ich gesagt, aber das kostet relativ viel Geld, wenn man irgendwie Zeit haben will, um ungefragte Updates irgendwie zu überprüfen. Da hat er echt dann angefangen zu lachen und hat gemeint, ich soll auch nicht übertreiben. Und das ist auch irgendwie ein Eindruck, den ich teilweise habe. Wenn man sich die Lizenzen anguckt, insbesondere die Lizenzen bei der Testversion, wo Microsoft so außer dem Erstgeborenen eigentlich alle Rechte gefordert hat, die man auf Computersystemen vergeben kann. Und das ist schon ein wenig schräg, muss ich sagen. Und in meiner hartnäckigen Lieblingspublikation CT ist, bin ich, muss ich auch grinsen, ist eine Titelstory. Anderthalb Seiten Beschreibung, wie man das Text-Adventure des Updates verhindern kann. Also es ist kein nötiges Update, es ist ein nötigendes Update. Es ist so nötigend und so penetrant, dass inzwischen die Verbraucherverbände sich drauf stürzen. Und ich weiß nicht, kam vielleicht mit fortgeschrittenem Alter, dass man irgendwie ein bisschen Verdacht hat, wenn irgendjemand sagt, nimm das, kostet nichts, kostet wirklich nichts und du willst es wirklich nehmen. Ich weiß nicht genau, also meine Lebenserfahrung macht mich da immer etwas kritisch, wenn mir so Leute mit derartigen Marketingmaßnahmen kommen, aber offensichtlich hat Microsoft beschlossen, dass das eine gute Herangehensweise ist. Und um es mal ganz klar zu sagen, während wir früher diskutiert haben, ob einige Windows-Probleme missbraucht werden können, haben wir es jetzt irgendwie eigentlich gestempelt. Microsoft entzieht mit Windows 10 den Nutzern weitgehend die Kontrolle über ihre eigene Hardware und Software. Da ist es in der Tat eine Kombination, dass Microsoft da wirklich auch diesen Trusted Computing Chip, den man vielleicht auch aus den alten Zeiten noch kennt, nutzt, um hier eine zusätzliche Hardware-Verdunkelung vorzunehmen. Mit dem Ergebnis, dass praktisch Microsoft
entscheidet, ob Systeme sicher sind. Nun bin ich in einer Wissenschaft zu Hause und da versucht man dann halt auch immer die anderen Motive zu verstehen und es ist schon durchaus nachvollziehbar, dass Microsoft sagt, wir patchen es besser als der Durchschnittsanwender. Das ist durchaus eine Sache, die man diskutieren kann, aber wie immer in der Welt ist es halt irgendwie kritisch, wenn irgendwelche Leute zu ihrem Glück gezwungen werden sollen und sich dann fast nicht mehr wehren können. Also ich habe das wirklich, den CT-Artikel, wie man irgendwie aus diesem Update-Zyklus rauskommt, mit einigem Amüsement gelesen und war kurz davor, wirklich so ein Text-Adventure dazu zu schreiben, um das mal ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Das ist eigentlich keine Art, wie man mit Endkunden umgeht. Und noch einmal versuchen wir einfach noch mal hier in der Web-Historie zurückzugehen. 2002 war die Diskussion mit dem Trusted Computing Chip, der heute jetzt ein zentraler Punkt in dieser Windows 10 Architektur ist, war die Stellungnahme von Ron Rivas, dem R von RSA von 2002, dass es einfach die richtige Art und Weise, die Sache anzusehen, ist, dass sie praktisch ihren Personal Computer, ihren persönlichen Rechner mit einem System tauscht, das eine Setup-Box ist. Also da wird irgendwie Code ausgeführt, es ist nicht mehr der persönliche Computer, sondern ich habe ihn irgendwie von Microsoft scheinbar geleased. Wer dieses Windows als Service-Konzept ansieht, der wird es auch, sagen wir mal, schon in dieser betriebswirtschaftlichen Herangehensweise auch abgebildet werden. Das kann man alles angeben, ist schön und gut, aber wenn man Leute in irgendwas reinzwingt, ist es kritisch. Und wir sind ja Hacker und Sicherheitsforscher, insofern schauen wir uns mal an, wie sieht es aus? Wir übergeben jetzt unsere ganze Sicherheit an Microsoft und die Frage ist, können die das? Und ich habe jetzt die letzten Kongresse immer irgendwie einen Großteil meiner Folien mit Microsoft-Sicherheitsproblemen, zum Teil denkenswerterweise zitiert aus der heiße Security-Ticker, damit man was einigermaßen objektiv ist, noch einmal voransetzt. Und leider haben die wieder einen großen Teil meiner Folien aufgefressen, um wirklich aktuelle Probleme zu haben, die wirklich aus einer anderen Zeit kommen. Diese Krypto-Zombie-Sache kommt daher, dass wirklich veralterte Algorithmen drin sind, wie SHA-1, oder ein ungeahnter Horror, der vielleicht, schön ist, glaube ich, ein Kongress, wo ein beträchtlicher Anteil der Leute in Jahren geboren ist, wo der Krypto-War, also die Diskussion, ob man Krypto betreiben kann, schon vorüber war, oder wir gemeint haben, dass die vorüber sind, die kommen jetzt immer wieder und insbesondere sehen wir auch da, wenn wir Backdoors oder Schwächungen einbauen, dann gefährdet es nicht nur das aktuelle System, sondern ein bisschen hart formuliert so gut wie alle zukünftigen, weil dieses Problem der Backward-Kompatibilität ist genau das, was in diesem Freak-Attack irgendwie durchgeführt worden und beim Thema Krypto-Export-Restriction sei mir auch noch ein Seitenhieb oder massiven Seitenhieb auf eine andere gerated Community-Firma gestattet, nämlich die Firma Apple, die wirklich es als gute Idee angesehen hat, eine App zu sperren, die aus dem CCC-Umfeld programmiert wurde, die anstößige Inhalte präsentiert. Anstößige Inhalte habe ich natürlich als Hacker immer Interesse dran und was ich am anstößigen lustigsten fand, war Krypto-Hacking. Export Restriction, ich klicke drauf und habe dann wieder so ein Alt-Internet-Gefühl, dass ich in der Zeitschleife da bin, weil das war ein Vortrag von 1999, der dann von Apple dazu missbraucht wurde, als anstößiger Vortrag für eine Zensur herzuhalten. Vielleicht um auch mal ganz klar zu sagen, wenn ich mir die Zensurvorfälle von Apple angucke, ist Microsoft wirklich ein Mitglied im Deutschen Pfadfinderverband. Das ist wirklich boshaft an einem Punkt und nicht nur, dass ich hier eine Gelegenheit habe, mal wieder ein Jugendbild von mir aufzulegen, sondern es ist wirklich auch so, ihr seht, in der Zeit hatten wir nichts, keine Computer und keine Beamer. Dieses Ganze, was wir machen mussten, ist harmlose Mathematik auf ein Flipboard zu schreiben mit einem schrecklichen Englisch, aber ich kann nur Werbung für den Vortrag machen, den bisher, bevor Apple sich darum gekümmert hat, von 280 Leuten in den letzten 15 Jahren angesehen worden ist. Ich kann da nur Werbung machen, selbst das T-Shirt ist lustig, aber ihr müsst dann schon rauskriegen, was genau da drauf gedruckt ist. Aber ich fand es damals witzig und es hat sich niemand darum gekümmert, aber 15 Jahre später macht sich dann die größte amerikanische Firma zum Idioten.
neben dem natürlich gewollten Möglichkeit, Jugendbilder von mir zu präsentieren, ist das wirklich auch ein Punkt, den man sich mal klar machen muss. Apple zensiert jetzt harmlose Diplom-Mathematiker, die wissenschaftliche Vorträge machen, nennen das explizit als anrüchige Sache. Das ist einfach ein Ding, wo man sich irgendwie an den Kopf greift, weil kleine Randnotiz, Apple war auch nie begeistert über die Exportrestriktion. Was wir wieder sehen, dass Sensorinnen und Sensoren schlicht und einfach in der bösen Zone sind. Wenn wir irgendwie anfangen, irgendwas zu zensieren zu lassen, ob wir dann irgendwie aus religiösen Gründen oder pseudoreligiösen Gründen, wie die Kreuzberger Grünen auf einmal anfangen, unsere Geschmack allgemein verantwortlich zu definieren, anderes zu zensieren, ist man auf einer Route nach unten, die nicht aufhaltbar sind. Und diese Leute, die Zensur betreiben, sollen sich nicht wundern, dass sie dann nicht nur von den üblichen Verdächtigen, sondern auch von der Hacker-Szene mit entsprechenden Hohn und Spott bearbeitet werden. Das sollten wir auch weiterhin tun. Aber zurück zur Technik. Also die Freak-Attacke ist schlicht und einfach ein Rollback zu der alten Sicherheitsprobleme und Microsoft hat es schnell erkannt und hat gesagt, okay, Update kriegen wir nicht so schön, aber wir präsentieren einen Workaround, der das System sicherer macht. Was passierte dann? Naja, es wurde runtergeladen, das Problem war, dann ging erstmal so gut wie nichts mehr. Also nach dem Herunterladen konnte man keine weiteren Updates irgendwie vernünftig machen. Das war nicht am 6., sondern am 7. Am 13. wurde es aber dann so, dass ich es immer nicht mehr weniger lustig fand, weil das Problem ist, Microsoft war dann auch schon dabei, wenn sie sowieso problematische Altkryptographie rausschmeißen wollen, dass sie auch SHA-1 rausschmeißen wollen. Nach nur 20 Jahren eine gute Entscheidung. Selbst bei diesem Versuch sind sie dann hergegangen und haben einfach dann auch noch die Dual-Boot-Einstellung für Linux zerschossen mit dem Ergebnis, dass also Systeme, die ja irgendwie ordentliche Linux-Systeme haben, dann von der Parallelinstallation von Windows zerschossen werden. Also die Sachen bootet nicht, einfach nicht mehr. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn wir dran denken, dass so gut wie alle unsere Linux-Systeme umgeschmiedete Windows-Rechner sind und wir durchaus diese Linux-Systeme im Bereich von Steuerung verwenden, ist es keine schöne Perspektive, dass wenn irgendwie ein Windows-Update Mensch, irgendein Admin sagt, ich tue nur mal das System sicherer machen und dann ist irgendwie die parallele Linux-Installation beschädigt, ist mehr als ärgerlich und zeigt auch, dass der Microsoft im Moment die Sache schlicht und einfach gar nicht im Griff hat. Harmlosere Sache war auch, dass die Leute nicht in der Lage sind, irgendwie eine Änderung im Update zu machen, ohne Privacy-Einstellungen zu ruinieren. Und das ist ein bisschen ein schauerlicher Moment. Wir Hacker lieben es ja, wenn wir irgendwelche Verschwörungstheorien draus triggern können. Das haut mit den meisten Sicherheitsproblemen, die ich jetzt hier anschmeiße, einfach nicht mehr hin. Das klingt zwar irgendwie beruhigend, ist aber nicht beruhigend, wenn man irgendwie nachvollziehen kann, dass im Moment einfach Fehler gemacht werden, die nicht politisch hinterfragt werden müssen, sondern Fehler gemacht werden, die einfach schlicht und einfach handwerkliche Katastrophen darstellen. Und eine besonders skurrile war dann irgendwie kurz bevor ich den Camp-Vortrag gemacht habe, musste ich den einbauen, auf einer Black Hat-Konferenz wurde präsentiert, dass es möglich ist, dieses Update-System von Windows zu verseuchen. Und ich dachte, klingt schon mal schlecht, aber schauen wir mal, wie es weiterläuft. Und dann kam eine meiner absoluten Lieblingsfolien. Weiß jemand, was das ist? Eigentlich sollten wir uns den Namen merken können, der ist ja relativ eindeutig. So, von euch weiß es niemand. Kleiner Tipp, also wir müssen möglicherweise den Rechner neu starten, damit es da ist. Und Sie sollten das auch nicht ignorieren, weil Microsoft sagt ja Ihnen, Update-Typ ist important. Und nochmal, wir sind jetzt ein bisschen verwirrt von der Sache, insofern will ich nicht so unfair sein, nicht den zweiten Teil dieser Microsoft-Meldung zu präsentieren, der natürlich ungeheuer hilfreich ist. Und das ist wieder eine Phase, wo ich für dumme Witze doch durchaus zugänglich bin. Also, wenn wir mehr Informationen lesen, können wir uns immer noch an die US-Regierung wenden. Wenn wir der US-Regierung misstrauen, können wir natürlich auch das EDU, also das Wissenschaftsnetz, machen.
Aber wenn es kritisch wird und wir sagen, das kommt mir alles komisch vor, wen ruft man dann, wenn man Help und Support haben will? Das US-Militär. Also ich habe jetzt mal angezeigt, die wenigen Buchstaben, die an der richtigen Stelle waren, haben sie irgendwie noch hingekriegt, irgendwie mir mindestens 2,5 dumme Witze möglich zu machen. Ich werde jetzt noch eine Folie schlechte Witze darüber machen, aber dann nochmal erklären, warum das eigentlich alles andere als lustig ist. Zunächst mal der übliche Witz. Das Problem ist, wenn ich diese Folie mache, kriege ich schlicht und einfach ein Warning in meinem LaTeX-Programm. So, jetzt genug Hackerhumor. Was bedeutet das? Wenn Microsoft so ein Update mit einem völlig kaputten Namen raussendet, bedeutet es, dass kein menschliches Wesen reingeguckt hat, weil jedes menschliche Wesen würde sagen, das ist aber ein sehr komischer Name, seid ihr euch ganz sicher. Es hat kein elektronisches Wesen reingeguckt, weil auch dieses elektronische Wesen hätte eine Warnung gekriegt. Es war auch kein elektronisches Wesen da, der gesagt hat, da sind URLs drin. Können wir einfach mal einen kleinen Test machen, ob diese URLs richtig geschrieben sind? Mit anderen Worten, vergessen wir mal wirklich die ganzen lustigen Witze. Wir haben jetzt die Situation, dass da von Microsoft bisher keine Erklärung kam. Es kam irgendwie keine Erklärung. Warum kam eigentlich da keine Erklärung? Heise hat angekündigt, dass sie nachfragen, ist aber auch nichts geworden. Ich habe inzwischen... Ich habe inzwischen den Verdacht, also, dass, wie gesagt, ein Teil der Antworten die Bevölkerung verunsichern wollen. Insofern habe ich gedacht, naja, jetzt bin ich aber durch, jetzt kann ich meine Folien machen, ohne dass ich irgendwie wenige Tage im Dezember nochmal eine weitere Sache kriege. Also was sollte jetzt noch passieren, dass es irgendwie nötig ist, nach diesem lustigen Ding mit diesem randomisierten Sachen nochmal eine weitere Folie einzupflegen? Und wir haben schon den Verdacht, das Einzige... Es klingt zwar ein bisschen arrogant, aber es ist wirklich so, dass wir Kryptografen so ein Ethos haben, zu sagen, wir helfen Leuten. Und wir sagen, okay, könnt ihr überlegen, was brauchen wir, damit wir euch helfen können? Braucht ihr irgendein Geheimnis, dass ihr euch von einem Angreifer unterscheidet? Das kriegen wir nicht weg. Wir optimieren das, dass es wenige Bits sind, aber bitte passt auf die auf, veröffentlicht die nicht alles, alles andere kümmern wir uns. Und wenn Microsoft jetzt hergeht und von ihrem Xbox Live-System, ich weiß nicht, wie viele Millionen Rechner da anhängen, einen Signierschlüssel irgendwie, wie heißt so schön, versehentlich einen privaten Schlüssel weitergeben. Es war einer der wenigen Momente, wo ich irgendwie beruhigt war, weil es ist eine gute Nachricht, dass sowas bei Microsoft nur versehentlich passiert. Also insofern würde ich mich jetzt heute mal aus dem Fenster legen, dass ich, wenn ich nächstes Jahr wieder einen Vortrag machen muss, dann wahrscheinlich Schwierigkeiten habe, das noch zu toppen. Weil was soll man noch machen, als einen privaten Schlüssel zu leaken, der irgendwie ein System aus Xboxen, aus Rechnern, und ich will ja nicht irgendwie lästern, sind das nicht die Dinger, die irgendwie so Infrarot irgendwie die ganze Wohnung checken? Also die wissen nicht nur, was wir gucken, sondern was wir möglicherweise unter einer Decke machen, oder? Okay, das sind die. Okay, also das bedeutet, da sollten Leute sich auch mal überlegen, ob der Update da... Andererseits ist wahrscheinlich nur Zugriff mit einer ordentlichen, signierten Zertifikat von Xbox Live möglich. Gut, kommen wir zu der zweiten traurigen Sache. Also ich möchte noch mal betonen, diese lustigen Witze über die Microsoft Update-Probleme sind alles andere als lustig, weil es bedeutet, dass es ein komplettes Scheitern jeglicher Art von Qualitätskontrolle ist. Ich habe mich mit genug depressiven Informatikprofessoren zusammengesetzt und habe versucht, da eine Erklärung zu finden, wie man irgendwie Tests programmieren könnte, damit das durchrutscht, und es ist uns nicht gelungen. Also nochmal, wenn ein Mensch da sitzt, der irgendwie sieht, da kommt ein Update mit dem Namen, Entschuldigung, der merkt es. Jedes Skript, was man sich vorstellen kann, was irgendwie Sachen testet und so weiter, wird es merken. Das bedeutet, diese ganzen lustigen Witze, wo wir immer gelacht haben, sind alles andere als witzig, wenn wir Systeme haben, die wichtig sind. Und ich muss nochmal sagen, selbst wenn man kein Windows außer Xbox verwendet, haben wir das Problem, dass in den Feuerwachzentralen halt noch Windows-Rechner sitzen.
In Berlin wahrscheinlich noch Windows XP-Rechner, aber das ist ein Berlin-internes Problem, das ich jetzt in Hamburg nicht mehr auf die Tagesordnung bringen kann. Kommen wir zu der zweiten Problematik. Also Microsoft kann es nicht, hat das Update-System nicht im Griff, hat dieses neue Geschäftsmodell nicht im Griff. Kann man dann, und das ist unser Streben als Hacker, kann man die Situation selbst irgendwie retten? Und das ist natürlich der zweite kritische Punkt. Microsoft tut seit Windows 8 Microsoft Trusted Computing Modul verlangen. Ein Ausschalter, dass man irgendwie sagen könnte, wir machen anstatt der Microsoft-Sicherheitsarchitektur eine eigene Architektur, war bei Windows 8 vorgesehen. Also Möglichkeitssysteme ohne die Sache zu booten. Das ist aus den Windows 10 Requirements rausgeflogen. Unter Windows 10 lassen sich immer weniger Systeme abschalten. Schon auch in Windows 8 haben sie das probiert. Aber wir haben halt die Situation, und da muss ich zum ersten Mal wirklich Heise ein bisschen kritisieren. Heise hat geäußert, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, denn für alle Linux-Distributionen gängige gibt es doch unterschriebene Bootloader, die das System zum Starten bringen. Das ist richtig, aber es gibt natürlich das erste Argument. Microsoft unterschreibt einen Windows-Bootloader und dann booten die Linux-Systeme. Kann Microsoft den Schlüssel zurückziehen? Ja. Hat Microsoft schon Sachen deaktiviert? Ja. Hat Microsoft schon Sachen ohne ordentliche Begründung deaktiviert? Ja. Ist schon mal ein schlechter Teil. Der zweite schlechte Teil ist natürlich, dass es schön und gut ist, dass Microsoft, und Microsoft ist eine nette Firma, ist eine der größten Beiträger des Linux-Kerns, hat auch Interesse, dass das ökonomisch vermeidbar ist, unterschreibt einzelne Distributionen, unterschreibt aber nur das, was irgendwie vorgelegt ist. Und Entschuldigung, hier geht es nicht um ältere und exotische Software, sondern um das gesamte Entwicklungskonzept von freier Software. Freie Software bedeutet, dass wir nicht jeden Schritt vorantreiben müssen. Dass wir uns richtig verstehen, es wird erfolgreiche Open-Source-Software-Projekte geben, aber der eigentliche Entwicklungssache, dass man jeder dazu beitragen kann, ist wirklich dann komplett konkurriert, wenn man wirklich jede Änderung praktisch von Microsoft nochmal genehmigen muss. Und nochmal diese Kombination, sie haben es nicht drauf, sie lassen es uns nicht reparieren, sie erschießen unsere Booteinstellung, ist einfach eine Sache, die ich, obwohl ich in den letzten Jahren mit Microsoft doch irgendwie etwas Frieden geschlossen habe, einfach nicht in keiner Weise bereit bin zu akzeptieren. Und habe mit einem Grinsen festgestellt, dass sie sich jetzt offensichtlich mit ihrer Sache da auch mit den baden-württembergischen Verbraucherschützern angelegt haben, was, glaube ich, auch ein relevanter Gegner sein könnte. Hier nochmal eine kleine Zeitreise, 2003. Dieser Microsoft-Ansatz, der führt zu einem Markt Domination, zu einem Lockout, dass man aus einem eigenen System ausgesperrt ist faktisch und wir besitzen unseren Computer nicht mehr richtig. Und das ist eine Sache von Whit Diffie, ein weiterer Erfinder der Public-Key-Kryptographie. Und er sagt es halt ganz kurz, es ist einfach notwendig, dass wir von unseren persönlichen Geräten die Schlüssel selber unter Kontrolle haben. Um mal was Positives zu sagen, US-Firmen und auch Apple muss man da loben, haben durchaus teilweise diese Probleme adressiert, dass zum Beispiel End-zu-End-Verschlüsselung da für viele Systeme die richtige Entscheidung ist. Und hier haben wir halt eine gegenläufige Entwicklung. Um nochmal zu sagen, das ist keine abstrakte Sache, ich habe jetzt nur mal eine Sache rausgesucht. Microsoft hat mehrfach schon, hier zum ersten seit 2013, ist auch schon ein Weilchen her, ist hergegangen und hat bootende Systeme deaktiviert ohne günstige Begründung. Ist vielleicht ganz gut, wenn sie keine Begründung angeben, weil sie, als sie das letzte Mal versucht haben, eine Begründung zu geben, sind die Haare immer grauer geworden. Also nach dem Motto, ey, wir wissen nicht genau, was wir unterschrieben haben und ob es raus ist und hast du nicht gesehen. Also noch einmal, das Problem ist, Windows, Microsoft ändert seine ganze Strategie, es ist Windows als Service, es sagt, wir verdienen nur noch Geld, indem wir auf eure Daten aufpassen. Und das ist halt natürlich halt das Problem, wenn handwerkliche Fehler in diesem katastrophalen Mensch gemacht werden, dass Microsoft dann vielleicht irgendwie dann zurückkommen kann mit den Ideen, wenn das einigermaßen steht. Auch eine historische Folie, was ist, haben wir drin? Wir haben in diesem TPM-Chip einen geheimen Schlüssel, der, auf den man nicht zugreifen kann.
Standardfrage, wer kann auf den geheimen Schlüssel zugreifen? Hoffentlich niemand. Andererseits werden die Schlüssel außerhalb erzeugt und dann werden sie eingeführt in den Produktionsprozess. Das bedeutet, ich mache eine Kopie einer Schlüsseldatei und habe damit die Generalschlüssel auf alle Systeme in einem Land. Und das ist natürlich eine Sache, die für die NSA interessant ist. Wir wissen, dass es Druck auf Hardwarehersteller gab, Backdoors einzubringen. Ist eine historische Folie, die hätte ich vielleicht sogar streichen können, weil die Realität hat das in den letzten Tagen wirklich derart überrollt, dass ich diese Folie eigentlich hätte wirklich auch schon fast einstampfen sollen. Aber trotzdem nochmal der Hinweis. Das eine Hauptproblem ist, die Hersteller der Sachen sitzen nicht unbedingt in Amerika, sondern meistens in China. Und wenn ich kein verschärftes Vertrauen mehr habe auf das ordentliche Vorgehen in einer Demokratie wie Amerika, ist meine Sorge über Backdoors in autoritär geführten Ländern natürlich nochmal deutlich größer. Und aus dem Grund hier auch nochmal der Hinweis, es kann nicht angehen, dass wir eine Infrastruktur haben, wo jemand, der einfach eine Datei kopieren könnte, nachher Generalschlüssel für alles zur Verfügung hat. Ja, letzte Tage, muss ich auch nicht rumtanzen. Die ganzen Sachen, was wir gesagt haben, IFI-Backdoor, also unterhalb des Radars, also wirklich unter den Virenscanner und anderer Sicherheitsfolklore auf der untersten Ebene. Ich habe mit Leuten geredet, was kann man machen, wenn man sich in IFI was eingefangen hat. Antwort, Hardware einschmelzen, neue kaufen. Das war von jemand, der eine sehr große Sicherheitsabteilung einer sehr großen deutschen Firma geleitet hat. Also insofern finde ich das immer etwas besorgniserregend, wenn Leute, die in der Industrie in hohen Positionen sind, langsam ähnlichen Zynismus entwickeln, wie hier in der Hackergemeinde seit Jahren vor sich hingetragen wird. Wir hatten die Lenovo Backdoor, machen wir uns keine Sorgen. Der Hauptaktionär von Lenovo ist die Universität of Peking und ich bin mir sicher, dass die mit der Regierung überhaupt keine Kontakte hat. Und wir hatten eine Dell-Backdoor, die auch irgendwie diese Microsoft-Strategie, wir veröffentlichen mal unsere privaten Schlüssel, vielleicht kann jemand anders was damit anfangen, ist scary. Und das Einzige, was mir als Kryptograf gute Laune gemacht hat, war diese Uniper-Backdoor. Wenn wir uns erinnern, hatte ich ja letztes Jahr mal elliptische Kurven Random-Generator vorgestellt und gesagt, da ist eine SE-Backdoor da. Wir Kryptografen haben seit Jahren, ein paar Stunden nach der Veröffentlichung gewarnt, haben gesagt, Leute, das ist ein System, das ist 100-mal langsamer und hier ist eine offene Tür, wo man was reinmachen, macht das nicht. Trotzdem haben es halt Firmen gemacht und offensichtlich Uniper. Und was jetzt wirklich schön war, so eine Backdoor in elliptischen Kurven sind nur ein paar Bytes. Irgendjemand ist hergegangen, hat diese Bytes, die für eine NSA-Backdoor da waren, weggeworfen und hat seine eigene Backdoor eingebaut. Und das ist irgendwie großartig. Also man hat irgendwie das Tür zu Fort Knox und geht hier mit dem Trennschleifer, zieht die raus und macht eine neue Tresortür da vorne dran. Ist wirklich scary und ich möchte nur mal betonen, diese Problematik ist natürlich ganz da, wenn wir unsere ganze EDV an Microsoft delegieren und sagen, die updaten, die wissen, was läuft, die machen, was nötig ist, bedeutet das, dass wir, wenn wir da Druck auf Microsoft haben, Backdoors oder sonstige Sachen einzubauen, von jetzt auf nachher völlig hilflos sind. Und das ist natürlich eine Sache, die nur wenig erfreulich ist. Kommt zur letzten Folie, die auch nur zum Teil cut and pasted ist. Es gab das Eckpunktepapier und Trusted Computing der Bundesregierung, die ganz klar gesagt hat, wenn irgendjemand ein sicheres Environment bauen will, ein geschlossenes Ökosystem, in Ordnung, darf man. Aber die Leute müssen frei entscheiden können, ob sie da rein wollen. Und sie müssen die Möglichkeit haben, da auch wieder einigermaßen gesund rauszukommen. Das war schon sehr lange in dem Forderungskatalog. Wir haben das Problem, wenn wir jetzt Sachen an den Start bringen, dass wir zeitgemäße Kryptographie verwenden sollen. Microsoft hat SHA-2 an ein paar Stellen rausgeworfen. In der Trusted Computing-Spezifikation ist immer noch Hooks für SHA-1 da. Wir brauchen datenfreundliche Kryptographie. Da hatten wir Direct Anonymous Attestation und Perfect Forward Secrecy. Sachen in alten
Normdokumenten schon drin, die müssten wir halt irgendwie wieder mal ein bisschen pflegen und nach vorne stellen. Wir brauchen eine internationale Kontrolle und Zertifizierung des TPM-Herstellungskonzepts. Noch einmal, ich bin eine Firma, ich stelle TPM her, ich habe eine Datei mit allen Schlüsseln, ich kopiere die und habe einen Generalschlüssel für alles. Das geht nicht. Kleine Fußnote, wenn ich eine Firma hatten würde, würde ich das auch gar nicht wollen. Weil ein derartiges Maß an Macht, das tut irgendwie unangenehme Mitmenschen, glaube ich, magisch anziehen. Also insofern ist es auch ein Schutz für die Firmen, dass man hier die Sachen irgendwie ordentlich offenlegt. Offenlegung des Zertifizierungscodes, also dieses Bootcodes für relevante Software im Windows 10 und 8 Bereich. Wir müssen kartellrechtlich prüfen. Nochmal, Microsoft ist nicht mehr die über die dominierende Firma. In der Zeit, wo Elmar gerade gesagt hat, dass wir zum ersten Mal die Windows-Talks angeguckt haben, da hatten wir eine 90-prozentige Durchdringung. Heute spielt Microsoft in einigen Bereichen nicht mehr diese dominante Rolle. Nichtsdestotrotz ist unsere ganze Hardware, die wir als normale Personal Computer haben, Windows-Hardware im Prinzip, die wir dann halt mit vernünftigen Systemen hier umgelenkt haben. Naja, ausgemacht jetzt die Apple-Welt ist eine andere Sache, aber die wirklich große Menge an Personal Computern ist immer noch aus dem Bereich. Und ich möchte schließen mit was vielleicht ganz Überraschendem. Ich werde mich jetzt mal positiv über die Deutsche Telekom, noch interessanter T-Systems und Microsoft äußern. Es gab eine kleine Meldung, die vielleicht die meisten von euch auch gar nicht so wahrgenommen haben, dass Microsoft und T-Systems eine Konstruktion einer deutschen Cloud gemacht haben. Und ich zucke ja immer zusammen, wenn in der Internetzeit die Leute nationale Clouds und so weiter irgendwie ausrufen. Allerdings ist halt das für Firmen natürlich interessant, dass sie sagen, sie haben einen Serverstandort in Deutschland. Das ist nicht ausreichend nach den jetzigen Regelungen, weil irgendwie Firmen, die in Amerika sitzen, haben dann irgendwie möglicherweise den Zwang, auch die Daten schlicht und einfach nach Amerika zu entführen. Diese Konstruktion, dass da eine deutsche Firma die betreibt, bedeutet auch nicht, dass der Weltfrieden ausbricht, aber das bedeutet einfach, dass für Firmen da eine rechtliche Sicherheit da ist, dass sie nur belangt werden, wenn sie gegen deutsches Recht verstoßen und nicht, weil irgendwie eine amerikanische Firma gerade mal schlechte Laune hat oder die NSA alles mitlesen will. Insofern möchte ich einfach mal fordern, dass diese Rechtssicherheit auch für Privatanwender stärker geöffnet wird. Ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt, dass man sagt, dass man wirklich die Regeln, die in der normalen Welt reden, dass man Rechtsschutz und Rechtswege hat, die einigermaßen auch nachvollziehbar sind, wirklich in die digitale Welt retten kann. Und ich glaube auch, dass Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu sicheren Datenhäfen hier eine Änderung voranbringen muss. Und in diesem Sinne möchte ich nochmal Aufforderung, sorgen wir dafür, dass die erkämpften datenrechtlichen Standards auch diese Migration der Windows-Geschäftspolitik überleben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, Rudi.